Hi, wir sind Maike und Tobias, zwei Christen aus Berlin. Und wir laden euch ein, mit uns zusammen im Rahmen des Bibelprojekts verschiedene Themen anzuschauen, verschiedene Bibelstellen zu beleuchten und uns mit verschiedenen Menschen darüber zu unterhalten, wie das Alte Testament heute in Berlin relevant wird. In der heutigen Folge geht es darum, warum sollen wir überhaupt Bibel lesen? Macht das überhaupt Sinn? Altes Buch? Manchmal ein bisschen verstaubt, die Wörter schwierig zu verstehen. Und uns ganz wichtig, euch mal ein bisschen darüber zu erzählen, was eigentlich so die Grundlage ist, und das ist die Glaubwürdigkeit. Weil wenn wir schon nicht dran glauben würden, dass das tatsächlich wahr ist, was da drin steht und eine Relevanz hat, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Den Namen wissen die Zuhörer schon, Tobias und Maike sind wir. Ich fange mal an, mich ein bisschen vorzustellen. Vielleicht, ich meine, du kennst mich ja, aber die Zuhörer nicht. Ich bin Unternehmensberaterin, Juristin und habe ein Herz dafür, Menschen für Jesus zu begeistern. Deswegen freue ich mich, hier diesen Podcast machen zu dürfen. Wer bist du, Tobias? Ich bin studierter Physiker tatsächlich und arbeite als Ingenieur und als Pastor in Ausbildung in der Kreuzkirche in Langwitz. Wenn es um die Bibel geht und wenn wir die Bibel lesen, geht es, finde ich persönlich, erstmal darum, um die Glaubwürdigkeit. Dass wir sagen, es ist glaubwürdig, weil sonst brauche ich gar nicht anfangen zu lesen. Tobias, warum ist deiner Meinung nach die Bibel glaubwürdig? Wir sehen die Glaubwürdigkeit, denke ich, am besten in der Person Jesu. Mhm. Man kann viel diskutieren über die Authentizität der alten Schriften und wann was entstanden ist und in welcher Reihenfolge. Und da gibt es ja viel Studien zu und viele Meinungen und so weiter. Aber wenn wir uns Jesus angucken, der historisch sehr gut verbrieft ist und der, wo wir in den Evangelien auch Zeugenberichte haben darüber, wie er gelebt hat und auch wie er sein Bibelverständnis gelebt hat, dann sehen wir sehr schön jemanden, der dem Alten Testament völlig vertraut hat. Mhm. Ich habe jetzt heute nochmal gelesen, dass er 24 der 39 Bücher zitiert. Mhm. Und in jeder Stelle immer wieder kommen Bibelworte aus seinem Mund. Und insbesondere, und das fand ich ganz spannend persönlich, je härter es wird in seinem Leben, also im Garten Gethsemane, am Kreuz, in der Verfolgung und so weiter, auch in der Versuchung durch den Teufel, ist es immer das Wort Gottes, was aus ihm rauskommt. Und das ist schon, finde ich, sehr schön zu sehen, wie das so diese Basis von seinem Leben und seinem allem, was er getan hat, war das Wort Gottes. Und ich denke, also ein bisschen frech gesagt, könnte man sagen, wenn es ihm gereicht hat, dann sollte das für uns auch ausreichend sein. Das finde ich ein gutes Argument, glaubwürdig, weil Jesus es glaubwürdig fand. Ja. Wie sind denn die Apostel damit umgegangen? Ich meine, Jesus ist Gottes Sohn, da kann ich noch irgendwie, dass er das vielleicht auch weiß, aber wie sind Apostel damit umgegangen, die nach ihm kamen? Wir sehen das bei Paulus ganz schön, denn Paulus war ein gebildeter Jude. Paulus kannte sich in den alten Schriften wunderbar aus. Man kann ja bei manchen von den Jüngern argumentieren, naja, das waren halt Fischer oder andere Handwerker oder irgendwas. Aber Paulus war ein Gelehrter. Paulus wusste, wovon er redet. Und bei Paulus sehen wir genau das gleiche Verhalten wie von Jesus. Er zitiert bei jeder Gelegenheit das Alte Testament. Er kommt immer wieder darauf zurück. Und es ist aber auch ganz schön zu sehen, dass die Begegnung mit Jesus, die er hat, als er sich sozusagen bekehrt auf dem Weg nach Damaskus, dass sein Verständnis für die alten Schriften sich ändert. Mhm. Und er sozusagen erkennt und versteht, dass das ganze Alte Testament auch von Jesus redet und auch von dem redet, was Gott vorhat mit seinem Volk und mit der ganzen Welt. Und was Ähnliches sehen wir auch bei Petrus in Ansätzen. Und da gibt es sogar eine ganz schöne Stelle, wo Petrus über Paulus redet und sagt, ja, und die Paulusbriefe, und ja, die sind manchmal ein bisschen schwer zu verstehen und so weiter. Aber, und dann reiht er sie in die alten Schriften mit ein und gibt ihnen fast die gleiche Wichtigkeit im Grunde genommen und sagt, so wie die alten Schriften relevant sind und wie das wichtig ist, worauf wir da bauen, genauso wichtig ist das, was Paulus euch über Jesus erzählt. Und so müsst ihr das wahrnehmen und werten. Und das ist, also da sehen wir schon auch, dass die frühe Kirche und auch die Apostel sehr früh ein Verständnis dafür haben, dass, also zum einen, dass das Alte Testament wichtig ist, enorm wichtig ist, und zum anderen aber auch das, was sie über Jesus erfahren und lehren, dass das daran anknüpft und das ganz weiterführt. Viele sagen ja, dass Gott der Autor der Bibel ist. Jetzt stelle ich mir, Gott ist ja Gott, der kann selber nicht schreiben. Ist ein bisschen schwierig.
Wie würdest du sagen, spiegelt sich das wider, dass Gott tatsächlich der Autor der Bibel ist? Ich muss jetzt gerade etwas schmunzeln, weil natürlich bei Gott schreibt, wir haben die Situation am Berg Sinai, wo Gott immerhin die 10 Gebote einmal selbst geschrieben hat. Stimmt, also, okay, ich gebe dir recht. Haben wir schon. Aber es ist ein spannendes Zusammenspiel aus Gottes Wirken und den Menschen, die die Bibel geschrieben haben und die in der Bibel ja, Sachen aufgeschrieben haben, kommentieren und so weiter. Und eine Sache, die ich persönlich für mich sehr wichtig finde, ist, Gott steht über Raum und Zeit. Und Gott hat diesen Prozess in der Hand. Und das ist nicht, dass Gott, als er vor 3000 Jahren die Propheten und die Geschichtsbücher und so weiter, als sie verfasst worden sind, Gott dann irgendwie raten musste, was wir für heute brauchen oder irgendwas. Sondern Gott steht über der Zeit und hat auch damals schon die Möglichkeit gehabt, in diesem Prozess, in den Schaffensprozess der Bibel mit einzugreifen. Und ich denke, dass die Bibel, die wir heute haben, die Bibel ist, die wir heute haben sollen. Also Gott schon in diesem ganzen Prozess Menschen gebraucht hat, um mit ihm zusammen das Wort Gottes zu schreiben, damit das, was wir heute haben, Gott uns in der Bibel begegnen kann, uns in seinem Wort begegnen kann und zu uns sprechen kann. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, warum Bibel lesen? Warum soll ich meine Zeit damit verbringen? Wir haben jetzt gesagt, ist alt, gut, glaubwürdig, spricht aber auch viel über alte Sachen, die einfach früher passiert sind. Es ist auch eine alte Sprache. Ich meine, es gibt natürlich mittlerweile verschiedene Übersetzungen und auch viele Übersetzungen, die es probieren, möglichst in unsere heutige Sprache zu übertragen, zu übersetzen. Aber es ist eine Geschichte aus einer grauen Vorzeit. Ich finde es total spannend, wie damals die Christen, die ersten Christen das Buch behandelt haben oder die Schriften oder auch die Aufschriften vom Neuen Testament, weil die haben davon wirklich Aufzeichnungen also gemacht, mehr Schriftrollen. Und wenn sie nur ein kleines bisschen hatten, weil sie das einfach so wertvoll fanden, die Geschichten von Jesus zu haben, haben viel Geld investiert, um das zu bekommen. Und das ist für mich total faszinierend. Wie würdest du sagen, sind die Juden, also die davor, wie hat sich das bei denen ausgedrückt, dass sie begeistert davon sind und es gerne gelesen haben? Ja, das Spannende bei den Juden ist, dass sie die Tradition sehr schön fortgesetzt haben. Die Schriftrollen, die die Juden heute noch verwenden, werden extrem hoch gehalten. Ja, also ich habe das in Jerusalem erlebt, dass mit diesen Torah-Rollen getanzt wird und sich sozusagen die pure Freude darüber zum Ausdruck gebracht wird, wir haben das Wort Gottes und Gott hat zu uns geredet und wir dürfen das besitzen. Und auch das insgesamt mit sehr viel Würde und Anerkennung und Liebe behandelt wird. Und manchmal denke ich, wir haben so sehr Gutenberg und der ganze Buchdruck uns ein Segen geworden ist, haben wir dadurch auch ein bisschen sozusagen diese Einzigartigkeit der Schrift verloren. Ja, wir haben heute, ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, wie viele Bibelübersetzungen ich zu Hause habe, von den analogen, also die digitalen schon mal, da weiß ich gar nichts mehr. Aber wir haben das ist so gewöhnlich und so alltäglich geworden, dass wir, denke ich, in vielen Punkten vergessen haben, wie wertvoll es ist, dass Gott mit uns geredet hat und dass Gott mit uns redet und dass er ja, uns sein Wort gegeben hat. Und da finde ich tatsächlich die Juden ein inspirierendes Beispiel, weil sie diese Liebe zum Ausdruck bringen. Ich habe jetzt gerade neulich einen Ausschnitt gesehen von einer Weihung, von einer Torarollenweihung und danach gab es eine Party. Und da werden die Kinder eingeladen und da gibt es Süßigkeiten und so weiter, weil es ein Grund zur Freude ist und großartig ist, dass wir das Wort Gottes haben. Und das finde ich schön und manchmal wünsche ich mir das, dass wir Christen diese Begeisterung auch wieder spüren können. Die Katholiken machen das. Wenn die vorlesen, gerade die Evangelien in der Messe, die küssen die Bibel. Oh ja, ja. Das fand ich total beeindruckend, als ich mal in einer Messe war. Da wird das noch hochgehalten und da wird wirklich noch das zelebriert, so ein bisschen von den Juden, dieses, nicht ganz so, ist ja ein dickes Buch mittlerweile und nicht eine Schriftrolle, ein Buch, aber das finde ich faszinierend. Weil die Schriftrollen groß sind, ne? Ja. Also da muss man schon ganz schön was tragen zum Tanzen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also. Wo würdest du sagen, sieht man das in der Bibel noch, dass du das festmachst und sagst, selbst die Bibel sagt etwas aus? Weil wenn wir sagen, die Bibel ist glaubwürdig, das haben wir jetzt ja festgestellt, genau. Dann können wir mal gucken, was sagt denn die Bibel darüber aus, warum man Bibel lesen soll? Ich finde, ein schönes Beispiel ist der Psalm 119. Der ist ein bisschen verpönt, weil der so wahnsinnig lang ist. 176 Verse, das ist schon
braucht ein bisschen, um das zu lesen. Aber was an dem Buch spannend ist, das kommt in Deutsch nicht so gut rüber, aber das ist an das hebräische Alphabet angelehnt. Sozusagen immer 8 Verse pro Buchstaben und es geht dann 8 Verse mit A, 8 Verse mit B und so weiter. Und das hat den Anschein, dass das dafür da ist, um den gut auswendig lernen zu können, weil es einen gewissen Rhythmus hat und so weiter. Und der ganze Psalm, diese 176 Verse, gehen darüber, wie schön das Wort Gottes ist und warum das Wort Gottes so toll ist. Und insbesondere, das ist der Vers, den die meisten Leute dann noch kennen, wenn sie sich damit beschäftigen, Vers 105, ist, dass das Wort Gottes ein Licht für unseren Weg ist. Das Wort Gottes ist im gewissen Maße das Licht, durch das wir sehen können, wo wir sind und wo wir stehen und wo es lang geht. Und ohne das Licht, ohne das Wort Gottes, ohne dieses Licht sind wir im Dunkeln. Und ja, diese Schönheit und diese Freude, die auch in dem Psalm zum Ausdruck kommt, finde ich ein gutes Beispiel, eine gute Stelle. Ja, das stimmt. Also das Wort als Licht zum einen. Dann gibt es noch einen anderen, oder für mich einen Vers, der mir wichtig geworden ist. Das ist sogar mein Konfirmationsspruch. Ich bin konfirmiert. Mal irgendwann mit 14. Aus Jesaja 40. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Das war damals, wir durften uns die Konfirmationssprüche selber aussuchen. Der Pastor hat uns so ein dickes Buch gegeben, wo Luther, die schön markiert sind. Und dann bin ich durchgegangen, habe halt vorne bei 1. Mose angefangen. Und da ist mir das so rausgestochen, weil ich gedacht habe, das ist das, was ich möchte, was in meinem Leben trägt. So das Wort, was auch das auch wirklich zu glauben, dass das nie verdorrt und dass das immer Bestand hat. Das ist ja auch schon im Alten Testament, sagt es das. Genau. Und Jesus greift es ja auch nochmal auf, dass er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament abzusetzen, sondern um es zu vollenden. Und das Wort bleibt bestehen. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt für uns, dass wir sagen können, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass das ein Fundament ist und bleibt. Und Gott verspricht uns, dass es ein Fundament ist, was wirklich Bestand hat, was nicht irgendwann aufhört oder zerbricht oder irgendwas, sondern sagen können, wenn wir uns auf das Wort Gottes stellen, dann haben wir da einen guten Stand. Jetzt gehen wir mal ein bisschen praktisch. Wir wissen jetzt, die Bibel selbst sagt, es macht Sinn, sie zu lesen. Ja. und dass man was daraus lernen kann und dass man damit Zeit verbringt, auch weil es immer und ewig gilt. Aber was ist das praktisch? Was habe ich davon, alte Geschichten zu lesen? Ich finde, wir hatten ja schon vorhin kurz einmal die Versuchung von Jesus angeschnitten. Und das finde ich auch ein gutes Beispiel. Jesus ist in der Situation, er ist in der Wüste, er hat 40 Tage lang nichts zu essen gehabt, ist also körperlich in einem unguten Zustand, sage ich mal vorsichtig. Und der Teufel kommt zu ihm und fordert ihn heraus und versucht ihn sozusagen auf die Probe zu stellen. Und die Reaktion von Jesus ist das Wort Gottes. Und jedes Mal, Jesus zitiert immer nur einen Satz. Es wird kein großes Argument oder geht er nicht irgendwie, zieht er nicht gegen den Teufel ins Feld oder sowas, sondern hat einen Satz und dann ist die Sache erledigt. Und diese Kraft, die dahinter steckt, ja, wir sehen das dann später, Paulus greift das sinngemäß ein bisschen auf im Epheserbrief, Kapitel 6, dass er wohl das Wort Gottes als Schwert bezeichnet. Und es ist eine Waffe, es ist eine Macht, die uns da gegeben ist. Und wie ich gesagt habe, Jesus ist wirklich durchtränkt vom Wort Gottes. Und in den schwierigen Zeiten, das ist das, was aus ihm rauskommt. Und genauso können wir Stärke im Wort Gottes finden und in dem, was Gott in diesem ewigen Fundament, was Gott uns gegeben hat. Ich finde es immer total faszinierend. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ältere Generation, also meine Eltern oder eher sogar Großeltern, die können noch so viele Verse auswendig. Das ist irgendwie so drinne, die können, oder Liedtexte. Wir haben das irgendwie verlernt, habe ich das Gefühl, weil wir alles immer greifbar haben. Wir haben unser Handy, wir haben Internet, jederzeit können wir irgendwas nachgucken. Aber in den entscheidenden Momenten weiß man ja vielleicht noch nicht mal, welchen Vers man nachgucken soll, weil man ihn gar nicht parat hat, weil man ihn nicht mehr auswendig lernt. Ja. Und das ist auch wirklich schwer. Ich habe mal versucht, mit einer Freundin zusammen jetzt jede Woche einen Vers auswendig zu lernen, einfach nur damit wir das wieder uns aneignen. Aber man wird so schnell abgelenkt wieder davon. Ich weiß gar nicht mehr, welche wir mal auswendig gelernt haben, ehrlich gesagt. Es waren nur 4 oder 5, aber die selbst habe ich schon wieder vergessen, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber es ist ein guter Punkt, wo wir vielleicht jetzt auch im Bibelprojekt dann nochmal drauf achten, wirklich Sachen auch auswendig zu lernen und wirklich zu verinnerlichen auch, was die Bibel angeht. Was ich auch spannend finde,
ist, wir haben es im Studium, hatten wir das, dass wir immer diskutiert haben, dass wir nicht dafür da sind, irgendwas auswendig zu lernen, sondern dass wir da sind, um zu lernen, auf eine bestimmte Art zu denken. Mhm. Und im Grunde genommen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, viel mit der Bibel beschäftigen, dann passiert was sehr Ähnliches. Wir, ohne dass ich jetzt konkret lauter Verse auswendig kann oder sowas, aber ich fange an, in den Mustern der Bibel zu denken und in der Art und Weise zu denken, wie Gott redet, in der Art und Weise zu denken, wie Gott über mich denkt auch und wie er über uns Menschen denkt und was er, wie sehr er uns liebt und so weiter. Und das sind halt auch so Sachen, wenn es dann hart auf hart kommt, dann können wir auf diese Muster zurückfallen, ohne jetzt konkret Verse auswendig kennen zu müssen. Aber zu wissen, ob ich jetzt weiß, ob ich den Vers zitieren kann, in dem drin steht, dass Gott mich liebt oder was Gott alles gemacht hat für mich, aber ich weiß das, weil ich das so verinnerlicht habe als Muster in mir und in meinem Leben. Dafür muss man eine Bibel lesen. Ja. Um das wirklich zu verinnerlichen, ja, genau. Und nicht nur einmal im Jahr ein Bibelprojekt für ein paar Wochen. Wobei das Bibelprojekt einmal im Jahr natürlich ein guter Startpunkt ist auch. Also, das stimmt natürlich ja. Auch, ja. Das andere ist, wir haben gesagt, Gott ist der Autor. Ja. Ich finde immer, wenn man ein Buch liest von einem Autor, eigentlich egal was, selbst wenn man einen Roman liest, irgendwie lernt man den Autor ja doch kennen. Ja, genau. Würdest du sagen, das ist für die Bibel genau das Gleiche? Ich würde sogar noch sagen, dass es sogar noch für die Bibel noch stärker ist, weil es ist jetzt keine Autobiografie. Und selbst bei den Autobiografien, die ich gelesen habe, komme ich nicht so richtig darum herum zu glauben, dass das eine bewusst gewählte Wahrheit ist, sage ich mal. Ja, dass sozusagen der Autor, so er es dann wirklich selber geschrieben hat, sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren möchte und erklären möchte und so weiter. Und da würde ich in der Bibel, ich finde das so spannend an der Bibel, dass die ist so unverblümt an vielen Punkten. Es ist nicht alles das Goldene glänzend und alles immer Hochglanz und wunderschön, sondern die Bibel ist voller harter Geschichten, voller herausfordernder Aussagen und so weiter. Und wo wir, ich denke, Gott auf einer tiefen, in der Tiefe kennenlernen können, die wir bei normalen menschlichen Autoren gar nicht können. Was auch damit zu tun hat, Gott kennt sich ja selbst viel besser, als wir uns Menschen kennen und wir Menschen immer versucht sind, uns gut dastehen zu lassen und so weiter und so fort. Und Gott ist da ganz unverblümt und sagt, ich will eine Beziehung zu euch, ich will, dass das eine gleichberechtigte Beziehung ist, ich will, dass ihr mich zurückliebt aus meiner Liebe heraus und dafür muss ich mich zeigen, so wie ich wirklich bin, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Mhm. Und insofern würde ich sagen, ist das in der Bibel noch deutlich viel tiefer, als wir das in jedem anderen Buch erleben könnten. Ja. Viele, das ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, als du gesagt hast, mit dem auswendig lernen, was das ja auch hat, dass man eben sich erstmal abwehren kann und wehren kann. Aber für viele ist ja die Bibel eigentlich auch ein Schatz für Ermutigung und Ausrüstung. Mhm. Wie erlebst du das? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir dazu neigen, sozusagen einzelne Verse rauszunehmen, die sind toll, die sind ermutigend und dann versuche ich damit den Rest meines Tages irgendwie zu bestreiten. Und das, ich meine nicht, dass ich das nicht auch gemacht hätte. Also es ist jetzt nicht, ich denke, das ist sehr menschlich zu sagen, ich suche mir so viel Unterstützung, wie ich denke, dass ich brauche und dann versuche ich alles Weitere aus eigener Kraft. Aber ich habe für mich festgestellt auch, dass es viel tiefer geht, wenn ich mich wirklich damit beschäftige. Und ich habe dann Passagen wie zum Beispiel im Psalm 139, wo David darüber redet, wie er sich von Gott gesehen fühlt. Und zum Beispiel, das finde ich eine ganz spannende Passage, weil es eben jenseits davon ist, wie sehe ich mich selbst, was denke ich, wer ich bin, sondern sich wirklich der Frage stellt, wie sieht Gott mich? Wie sieht der Schöpfer des Universums, wie sieht der, der mich geschaffen hat, wie sieht er mich? Und wie bin ich? Und wer bin ich für ihn? Und wer ist er für mich? Und insofern inspirierend auf jeden Fall. Aber ich denke, es geht halt viel tiefer als über so eine Einzelverse, die man toll mit einem Bild betitelt in seinen Status stellen kann. Mhm. Ja, das stimmt. Obwohl ich es immer faszinierend finde, wenn man Losungen liest oder die tägliche Bibel lese in der App, die passen manchmal ja wirklich wie die Faust aufs Auge in eine Situation. Das finde ich total spannend, weil da sind ja Menschen, die haben mit dir und mir nichts zu tun und trotzdem passt der Vers und man ist ermutigt oder man hat
nochmal so einen anderen Gedanken, wie man eine Situation lösen kann, zum Beispiel. Deswegen finde ich schon, dass auch manchmal losgelöste Verse helfen und Ermutigung sein können. Aber stimmt, manchmal nutzen wir das vielleicht zu sehr aus. Genau. Oder beschränken das da drauf, in gewisser Weise. Okay, zusammengefasst nochmal, wir haben gesagt, die Bibel ist glaubwürdig. Mhm. Es gibt, wir haben jetzt einige Gründe aufgezählt, warum man Bibel lesen sollte. Mhm. Einmal ist es ein tolles Buch, das haben Christen seit 2000 Jahren, lesen das und lieben es. Die Juden haben damit angefangen eigentlich. Ihre Tora leben das bis heute, dass sie das Wort schätzen. Mhm. Wir haben gesagt, Gott ist der Autor. Und das wiederum dann auch zu sagen, diese Bibel zu lesen, weil sie Ermutigung gibt, weil sie uns Einsichten gibt, Erkenntnisse, weil wir etwas über uns selbst vielleicht lernen können, über Gott lernen können. Jetzt haben wir das Warum geklärt. Wie liest man denn Bibel? Es gibt ja die Videos von Rüdiger dazu, die noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber in Kürze, was wichtig ist für uns, wenn wir uns in diese Zeit begeben, wo wir regelmäßig täglich Bibel lesen, ist, das mit dem Herzen zu machen, Gott zu begegnen in dem Ganzen. Gott redet durch sein Wort, Gott hat uns sein Wort gegeben und wir sollten mit einem offenen Herzen daran gehen. Und ich würde jeden ermutigen, sich auch darauf zu reagieren, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas, das springt mich an, das sozusagen sich ruhig rauszuschreiben und zu sagen, hey, ich gucke mir das später nochmal an, was will Gott mir damit sagen? Will Gott mir damit was sagen? Sprich, ist das eine interessante Eigenschaft Gottes, die ich da lerne, oder spricht Gott in irgendeiner Situation in meinem Leben oder wie auch immer. Gott hat viele Möglichkeiten, mit uns zu reden und durch sein Wort mit uns zu reden. Und in dem Sinne, meine Ermutigung ist, offene Ohren, offenes Herzen und dann ruhig mitschreiben, Notizen machen, wenn einem was auffällt. Und gespannt sein, was Gott sagt. Ich bin gespannt, was die Leute entdecken beim Bibellesen. Ja. Wenn sie jetzt nochmal vielleicht neu einsteigen, wieder einsteigen oder verstärkt einsteigen im Bibelprojekt. Und darum geht es auch jetzt in dem nächsten Teil. Warum das Bibelprojekt? Tobias, warum bist du dabei? Für mich das Spannendste am Bibelprojekt ist der Gemeinschaftsaspekt. Das Zusammenlesen und so ein bisschen aus dieser, ich bin persönlich ein Typ, der so für sich alleine liest, für sich alleine studiert und so weiter. Und aus diesem rauszukommen und zu sagen, wir lesen alle zusammen, wir lesen alle das Gleiche. Und ich mag auch diesen Effekt, den es in den Gemeinden hat, zumindest bei uns in der Gemeinde gibt es das, dass dann die Leute sich um den Gottesdienst rum zeitlich darüber austauschen, was haben sie in der Woche gelesen, was hat sie interessiert, was fanden sie merkwürdig und so weiter. Und das finde ich wirklich begeistert. Das macht mir wirklich Spaß, auch ein Teil davon zu sein. Und das, ja, wenn ich sagen würde, warum ist das, glaube ich, der größte Grund. Was ist dein Warum? Man liest Texte, die man normalerweise vielleicht nicht so liest oder nicht in dem Zusammenhang. Das finde ich immer total spannend. Das Ganze hat ja mal mit Offenbarung angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Jahr ist es ja auch wieder Altes Testament. Und das finde ich, sich intensiv mal mit den Texten zu beschäftigen, am Stück, über einen längeren Zeitraum. Das ist immer so mein Warum, warum ich gerne dabei bin und mitmache. Jetzt habe ich gerade gesagt, das hilft mir, dabei zu bleiben. Tobias, was hilft dir, durchzuhalten? Dieses Jahr sind sieben Wochen. Das ist ganz schön lang. Ja, das ist ganz schön lang. Auch wenn ich mein Großteil meines Lebens digital bin mittlerweile, liebe ich Papier und ich mag das Heft und ich mag das, dass man das in der Hand halten kann und dass da die ganzen Bibelstellen da drin stehen und an welchen Tagen und so weiter. Und ich nutze das gerne, um damit zu verfolgen, wo bin ich gerade und dann auch abstreichen zu können, was habe ich gelesen und wenn mir was einfällt, habe ich da zumindest schon mal ein bisschen Platz, um mir Notizen zu machen. Muss ich dann übertragen, da geht es dann wieder ins Digitale, aber mir hilft es zumindest sozusagen, so ein Papier zu haben, was da ist, was mich erinnert, was nicht, die App kann ich nicht aus Versehen schließen, das Heft ist immer da. Und das ist das, was mich zumindest immer wieder erinnert, dran zu bleiben und zu gucken, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Was hast du schon gelesen? Was ist als nächstes dran? Genau. Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin eher digital in dem Moment, weil ich es super praktisch finde. Einmal, dass die Texte da drin sind, gerade wenn man hin und her springt. Die Pastoren haben ja manchmal so Ideen, dass sie hin und her springen. Muss ich da nicht. In der App ist das alles voreingestellt. Und was ich cool finde, man kann es mit Leuten zusammen machen und man sieht, wo die anderen sind und was so passiert. Man kann ja auch Kommentare reinschreiben und die anderen sehen das. Und das finde ich eigentlich total gut in der App. Und das Digital ist nochmal ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl. Ist für mich persönlich immer ganz nett, das noch mit
so zu erleben. Auf den Punkt gebracht, Tobias, was ist dein Nummer 1 Grund, warum Leute beim Bibelprojekt mitmachen sollten? Ich komme wieder zu dem Gemeinschaftsaspekt da zurück, weil ich das wirklich, das finde ich wirklich bereichernd. Und da denke ich, das ist für mich begeisternd und ich erlebe das für die Leute, mit denen ich rede, das ist für sie begeisternd, dass dieses Gefühl zu haben, man macht was zusammen, man beschäftigt sich mit demselben Thema, man ist gedanklich vernetzt sozusagen. Und das wünsche ich jedem, dass er das miterleben kann für diese Zeit, mit anderen zusammen das Wort Gottes zu studieren, mit anderen zusammen sich anzugucken, was Gott sagt, was und die gleichen Predigten zu hören, den Kontext zu haben und auch darüber hinaus, ich wohne in einem Haus, wir haben 3 Gemeinden in unserem Haus vertreten, die alle am Bibelprojekt teilnehmen. Und allein schon das finde ich spannend, dann unterschiedliche Leute zu haben, die natürlich dann unterschiedlich Predigten gehört haben zum Beispiel, aber über das gleiche Thema, die gleichen Bibelstellen lesen wie ich und dieses Zusammensein. Den anderen Aspekt, den ich auch gut finde, ist, dass es ein einfacher Einstieg ist. Für Leute, die sagen, eigentlich will ich gerne Bibel lesen, ich würde gerne regelmäßiger Bibel lesen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Und dass die Leute dann nicht mit ihrer Bibel-App alleine sitzen sozusagen, sondern das, was du gesagt hast, diesen Gemeinschaftsaspekt, dieses Zusammensein. Und das kann ermutigend sein und das kann vor allen Dingen auch sehr gut helfen, durchzuhalten. Und 7 Wochen sind eine lange Zeit, aber das ist auch, wo sich Gewohnheiten bilden können und wo man sagen kann, hey, ich habe angefangen mit dem Bibelprojekt, ich lese regelmäßig und das ist jetzt bei mir täglich drin, das möchte ich weitermachen und wie kann ich das weiter in meinem Leben etablieren. Insofern auch an die Leute, die bisher noch nicht viel Bibel lesen, die Ermutigung, nehmt teil und guckt euch an, lest zusammen. Ich habe neulich auch gelesen, 30 Tage reichen aus, um eine neue Routine reinzubekommen. Mhm. Bei 7 Wochen sind wir weit darüber hinaus. Ja. Also ist dann die Routine richtig gefestigt und man kann richtig loslegen und den Rest des Jahres bis zum nächsten Bibelprojekt auf jeden Fall dann durchhalten. Genau. Ich finde es ja dieses Jahr besonders spannend, weil wir ins Alte Testament gehen und ehrlich gesagt, mir graut es ein bisschen vor den Büchern. Ich weiß nicht, was die Pastoren sich dabei gedacht haben, die Bücher auszuwählen. Und darüber sprechen wir mit Rüdiger in der nächsten Folge, um mal ein bisschen mehr rauszubekommen, was uns dann vielleicht noch mehr motiviert und nicht abschreckt von dem Bibelprojekt und da dieses Jahr dabei zu sein. Ich hoffe sehr, dass jeder, der zuhört, zusieht, dieses Jahr dabei ist und vielleicht auch mal neu motiviert ist, damit einzusteigen, das durchzuhalten und durchzuziehen. Und ich freue mich riesig, jeden zu begleiten, in gewisser Weise, der möchte, in diesen 7 Wochen und vielleicht auch darüber hinaus, wer weiß, was daraus geschieht. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat mit jedem Einzelnen von uns und auch mit unseren Zuhörern und Zuschauern.